Hallo ihr Lieben, wir haben Sonntag 18 Uhr und das heißt wieder ein neues Video von uns. Heute mal wieder mit einer Challenge und zwar wird uns Pepe Songausschnitte abspielen und wir müssen dann erraten, um welchen Song es sich handelt. Die Punkteverteilung wird diesmal so sein: für den richtigen Songtitel gibt es einen Punkt und richtig Interpret ist noch mein Bonuspunkt für denjenigen. Genau. Und ich würde sagen, let's go. Kannst starten. Wir beginnen mit dem ersten Song. Also es dürften nur deutsche Songs sein. Mhm. Und ja, okay. Wollen wir mal schauen. Wollen wir euer Wissen testen. Ne? Ach so, und wenn jemand das weiß, hebt er die Hand, der wo schneller die Hand gehoben hat. Genau. Ist dann dran. Ja. Genau. Dass man das weiß. Okay. Seid ihr bereit? Yes. Los geht's. Ich habe einen Schatz gefunden. Wir hören es zu Ende. Weißt du es? Warte, ich muss kurz nochmal, kann ich noch, habe ich noch ein paar Sekunden? 5, 4, 3, 2, 1, jetzt brauche ich eine Antwort. Ich brauche jetzt eine Antwort, Romina. Oh Mann! Ich brauche jetzt eine Antwort. Ich gebe dir jetzt nochmal. Ist es Silbermond? Ich brauche den Titel, das ist das Wichtigste. Ich weiß, ich komme gerade nicht weiter in der Zeile. 3, 2, 1, 0. Tut mir leid, der Punkt, der geht leider nicht. Sag mal, mir lag es eben auf der Zunge und jetzt habe ich es einfach, ist mir verloren gegangen. Es war Silbermond mit. Aber jetzt weiß ich es! Das Beste, was mir hier passiert Nein, ist. Nein, falsch. Oder sowas. Jetzt weiß ich es. Ja, was wär's denn? Das Beste. Ja, das einfach Beste. Nur. Verdammt nochmal. Einfach verloren gegangen. Ich glaube auch, du bist zu nah am Mikrofon, ja. Du bist das Beste, was ja. Das Beste von dir. So gut, wie du so, der nächste okay. Song. Ja. Ach so, weiter geht's nicht. Das war's schon. Ich komme schon auf den Text. Ist das Deutsch? Ja. Ja, warte, warte, ich hab's gleich. Ich glaube, das ist falsch. Ich interpret habe ich schon. Okay. Ich aber gebe euch noch 5 Sekunden jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Kommt ihr nicht drauf? So, es war. Ich komme nicht mal auf Salve den Text. Salve Naidoo. Interpret das schon mal richtig. Ja, mit. Aber nicht, wo willst du hin? Ja? Nein. Sondern. Nein. Ich meine, das war, ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Ich kenne. Ja. 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 Es ist, ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Ja, ich Mann. Bin nicht drauf gekommen. Ich kenne nichts, so schön ist wie du. Okay. Ach, das war auch echt komplett. Nein, das war ganz der Anfang vom Lied. Ich weiß schon den Interpret. Kann mich nicht konzentrieren. Ja, aber da werde ich nicht drauf kommen. Ich mag diese Sängerin auch nicht, aber ich kenne das Lied. Ich weiß auch, wie diese Band heißt, aber ich komme gerade nicht auf den Songtitel. Ich gebe euch noch kurz Bedenkzeit. 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre gewesen. Rosenstolz. Mit. Es ist ich bin ich. Ja. Ich hasse das Lied. Zuhören. Herbert Grönemeyer, Mensch. Wir lassen einfach laufen. Es ist Mensch. Ein Punkt für Romina. Ich heb mal das Mikrofon hoch, weil du knallst die ganze ja, Zeit so gegen den Tisch. Ja, okay. Der nächste Song. Romina. Zwei Punkte hast du mir aufgeschrieben, weil Titel und ja, stimmt. Gut aufgepasst. Juli, hab Welle, auch zwei Punkte. Juli, Welle, wer guckt? Die Welle. Nicht so leicht. Welle, die Welle.
Es ist perfekte Welle. Oh, oh. Die perfekte Welle. Kacke. Aber. Ein Punkt nur. Nee, weil ich hab ja. Der Songtitel war leider nicht richtig. Der war ja nicht richtig. Und nur die. Ach so, nur Interpret bringt ja nichts. Okay. Hat mir gesagt, dass bei der falschen Antwort der andere einen Punkt kriegt? Ja, ich meine, okay. Vorhin habe ich ja, auch. Ja, dann kriegst du einen Dann Punkt. Ist das jetzt ein 2-2. Genau. Der nächste Song. Hört gut zu. Wie heißt die Band? Das war schwer. Ah, wie heißt die Band? Denk dran, der Titel ist erstmal das Wichtigste. Jungs? Ich wollte dir nur mal eben sagen. Das ist halt das Lied aber nicht. Ich brauche den Titel. Beste für mich bist. Falsch. Ich brauche was ist deine Antwort? Du bist das Beste. Du bist das Beste? Du bist das Beste. Was ist deine Antwort? Du bist das Beste. Nein, das ist falsch. Okay. Scheiße! Es ist ein Kompliment. Ja, ein Kompliment. Mann! Wer ist die Band? Trotzvolle Stimme. Das wäre Romina. Ich wusste diesen Text gerade so. Romina geht mit 3-2 in Führung. Der nächste Song. Ja, ich wusste den Interpreten, hab ich direkt im Kopf, ja, gell? Ja. Nee, das ist es nicht. Doch. Nee, ich meine gerade den Titel, den ich im Kopf habe. Ah! Ja, Peter Fox, schüttel deinen Speck. Schüttel deinen Speck, ja. Mann! Es ist schüttel deinen Speck. Aha, schüttel deinen Speck, nicht ja. Schüttel dein Speck. Ah, schüttel ja, deinen ja. Speck. Schüttel deinen Speck, habe ich gesagt. Deinen. Doch, du hast deinen, ich. Aber gut, komm, ich lass mal laufen. Ich lass laufen. Somit hat Romina 5-2. 5-2 geht Romina in Führung. Ja. Ja, warte, ich hab's gleich. Die hätten ruhig noch ein kleines bisschen, ja. Ja, dass ich besser drauf komme. Aber ich glaube, da wärst du auch, das ist auch, glaube ich, nicht deine Sparte. Doch, ich würde es trotzdem nicht. Ich brauche langsam eine Lösung. Schon älter. Verdammt. Wenn es keiner weiß, dann kann ich leider keinen Punkt vergeben. Verdammt, ja. Ich, wenn ich es jetzt höre, reg ich mich auf. Es ist geboren, um zu lieben. Ja, unheilig. Genau. Genau. Ja, aber guck, ich werde raufkommen. Nächster Song. Ja, ja, hallo. Ich hab mich nicht gemeldet. Die Antwort lautet. Es ist Hammer. Ich konnte gerade nicht pausieren. Ja, aber ich wollte sagen, Hammer von Kalcha Condela. Ich kann nicht pausieren. Warum kannst du nicht pausieren? Weil gerade keine Pause geht. Was okay. Also, das war krass. Dann mach mal Ton aus, gerade. So, da waren egal, das passiert. Da waren das passiert. Ja, was gut, ich krieg zwei Punkte. Ja, Luis kriegt zwei Punkte. Gut, du hast dich gemeldet, ich gehe davon ab. Ja, natürlich. Tut mir leid, meine Idee hat mich gerade streich gespielt. So. Ton. Ja, das kam ja eben. Ja. Ich muss jetzt nochmal. Ja. So. Lass das laufen. Genau. Wir lassen das gerade mal laufen. So, genau. Die Antwort lautet. Ja. Den lassen wir gelten. Das ist Hammer. Ja. Weil mein Handy. Okay. Also, so ist jetzt 4-5. Jetzt kommt der nächste Song. Das ist diese Band. Ja, das Lied hat so einen komischen Titel. Halt doch mal dein. Oh, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
5, 4, 3, ich hasse mich gerade. 2, 1. Irgendwas mit Stiefel, Schuhe. Okay, also. Nein, das war doch irgendwas. Müsste so jemand. Ähnliches wie, lass die anderen nein, so nein. denken, was sowas Ähnliches. Aber so heißt doch das Lied nicht. Doch, irgendwie sowas. Also, doch, mach mal an, denke, und dann wirst du sehen, was ich meine. Ja, irgendwie lass so. Die Leute reden. Lass die Leute reden, so, und genau. Ärzte. Ich weiß nicht, ob der. Lasse reden. Ja, lasse reden. So war's war das. Okay, hätte ich aber falsche Titel gedacht. So, der nächste. Ich hab mich schon gemeldet. Ja, hab sich gemeldet. Peter Fox, hübsches Ding. Ja, nein. Ich war mir gerade der Interpret nicht sicher. Es ist das Ding. Wow, aha, das Ding. Von, was habe ich gesagt? Hübsches Ding. Und das wäre auch. Aber der singt, hübsches Ding. Ja. Ja, aber das Ding. Das nicht Ding. Hübsches Ding. Ah, verdammt. Das wäre auch noch von Seed gewesen. Ja. Deswegen, ob sagt Interpret, bin also, ich mir nicht sicher. Aber wir machen. Eins. Es steht 5 zu 5. Ja. Okay. So, wir lassen los. Ich steck mein Ehre. Ja. Ich war zuerst. Ich hab's gerade leider nicht gesehen, meine Lieben. Ich war zuerst, jetzt sei ehrlich. Ich hab's nicht gesehen, ich schwör's dir, ich hab's nicht gesehen. Schnick, schnack, schnuck dann. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Okay? Okay. Also? Fettes Brot, Emanuela. Es ist Emanuela. Vom Fettes Brot? Finger von Emanuela, lass die Finger von Emanuela. Hat Romina wieder 2 Punkte gemacht. Und wir sind schon beim 13. Song. Ich danke dir dafür, dass du mich beschützt. Und? Ich weiß den Interpret. Oh nein, soll ich es riskieren? Ja, riskier's. Das geht's doch. Denk dran, du brauchst den Titel, der gibt dir einen Punkt, ne? Nicht der Interpret. Der gibt nur einen Bonuspunkt. Ich trau mich nicht. Ich weiß okay. nicht, ob der Titel richtig ist. Also, lösen wir auf. Jetzt darf ich sagen, was ich gesagt hätte? Okay, es gilt aber dann nicht, wenn es richtig wäre. Ja, ich weiß. Ben Engel. Mhm. Ja, okay. Weiter? Ah, nur der Interpreten. Ja, ich hatte nur den Interpreten. Also, es wäre gewesen. Nein, Ben mit Engel. Ach so, Ben mit Engel. Es ist Engel. Verdammt! Hör doch mal auf! Sorry. Das wäre tatsächlich Ben. Ich hab jetzt nicht mal das Lied. Aber sucht jetzt. Das ist Englisch. Weißt du es? Nee. Nein. Ihr wisst das nicht. Das ist Englisch. Ah! Nee, egal. Ihr seid bloß, ihr seid keine Engel. Ich hab grad nix gecheckt. Something about us. Von No Angel. Ich hab eben riskieren sollen, passiert. Mann, ich wusste es. Das nervt mich gerade. Soll ihr das jetzt zuhören? Luis, Monster von Calcha Candela. Okay. Hör nochmal. Ich hab gar nicht bis zum Ende hören lassen. Gar nicht zu hören. Mann, ich hätte aufhören können. Es ist Monster von Calcha Candela. Monster. Boom, boom. Nächster Song. So, los. Mhm. Schon wieder die. Ja. Warte. Ich hab diese Lieder halt damals, ich kenne die, aber ich hab sie halt damals nicht so gehört. Ja, hättest du mal lieber gehört. 3. Warte, ich komm gleich vielleicht drauf, weil okay, jetzt kommt mir der Text in den Kopf. Ich bin gerade so oft mit diesem. Jetzt gebe ich euch noch 5 Sekunden. 2 Punkte, ey. Das ist ärgerlich. Ich weiß, ja. 5. Nervt 4. So. 3. 2. 1. Jetzt nur die Interpretation. 0. Irgendwas mit Liebe. Irgendwas mit Liebe. Ah, ja. Liebe ist alles. Ja. Liebe ist alles. Also,
Ja, nein, aber der hat doch irgendwas mit Liebe. Ich kann mal jetzt... Es wäre... Ich gehe in Flammen auf. Ich gehe in Flammen auf. Ja, das ist immer noch 7 zu 7. Du hast auch gerade... Ich habe einen kleinen Tipp, wir haben das sehr oft auf der Liste. Auf der? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja? Ja? Bitte gib mir noch ein Oh. Oh, einfach nur. Einfach. Also, ja. Du weißt nicht die Interpretin. Nein, ist doch egal. Ich brauche eine Lösung, eine, also eine klare Antwort. Ich hätte beides gewusst. Boah, heißt das jetzt einfach nur Oh oder heißt das noch ein Oh? Du hast sie schreiben. Du hast jetzt was gesagt, aber schon, ne? Ich habe es gerade einfach gesungen. Okay, okay. Ich brauche jetzt den Songtitel. Bitte drei. Gib mir. Nee, warte, das ist doch viel zu lang. Komm, 3, 2, 1, 0. Antwort. Jetzt Antwort, sonst kriegst du keinen Punkt. Noch ein Ohr. Noch ein Ohr? Okay. Ja. Von? Ist doch egal von wem. Okay. Es ist. Es ist nur ein Wort. Nur von ein mir, Wort. Gell? Ein Wort. Bitte gib mir noch ein Wort. Ah, den Interpreten habe ich jetzt. Deutsch zu lange, ne? Nächster. Das ist doch ein Punkt für Romina. Nein, warte. Oh, ja, ein Interpret, wir wissen zwei oder was. Ja, das war eine Stimme raus, aber. Auch jetzt einen Titel. Da ist Karl schon Kandel an den Verdammt! Genau, das Grubdeckern mit. Ja, genau. Nicht. Ja, okay, schau. Bleiben fair, ne? Ja, warum? Die hat auch die ganze Zeit so. Oh, ja. Okay. Aber das Wort heißt auch. Auch hier brauche ich jetzt bald mal eine Antwort. In 5. Das ist nicht das Lied. 4, 3, 2. Nee, ich weiß natürlich, welche Band das ist, aber. Kannst du raten? Nee. Nein? Was soll ich jetzt raten? Du kannst nach auch? Der Zeit. Das ist nicht durch den Monsun, weil das ist ein anderer Text, okay. Oder nicht? Okay. Also ist deine Antwort quasi. Warte mal. Lass uns mal eine Sache klären. Wenn man sich meldet. Ich habe mich nicht gemeldet. Keine Antwort gibt, dann ist ja, egal. Ich brauche jetzt eine Antwort. Das war genau, da muss eine Antwort kommen, weil sonst hätte ich. Aber ich habe dir ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Ja. Ich habe mich ja gar nicht gemeldet. Du hast auch noch 10 Mal überlegt. Doch, du hast dich gemeldet. Nein. Ich habe mich nicht gemeldet. Du hast dich nicht gemeldet? Nein. Oh. Hä? Nein, ich habe nur so gemacht. Okay, dann habe ich das wohl als Melden. Ja, aber wir haben eigentlich beide gerade nee, auch deine Antwort gemacht. Ich habe mich nicht gemeldet. Ich habe ja auch gerade runtergezählt. Ja. Ach so. Ja, das ist eigentlich dann, du hast dich eigentlich gemeldet. Also ich glaube schon, dass die sich gemeldet haben. Ja, das ist für mich das auch so. Ich habe mich aber eigentlich nicht gemeldet. Das ist schwierig, ne? Das ist jetzt ein Zweck der Situation. Ich sage jetzt durch den Monsun, aber das ist falsch. Okay. Von Tokyo Hotel. Ja. Von Tokyo Hotel. Es ist Schrei. Guck. Schrei. Ach, aber guck, ganz ehrlich, von Tokyo Tech kenne ich auch nur diese zwei Lieder, war gut. Nee, ja. Es gibt noch. Ja, aber ich kenne nur die zwei. Steht wieder unentschieden. 8 zu 8. Und ich hätte 2 Punkte eigentlich Vorsprung. Ja, Pech gehabt. Jetzt geht's wieder weiter. Spitzt eure Ohren, da kommt noch ein bisschen von dem Song. Okay. Romina meldet sich. Rammstein, Eckstein. Rammstein, ja. Eckstein ist. Und deine Antwort lautet. Rammstein, Eckstein. Es ist Augen auf. Augen auf von oben. Sorry. So kriegt Julius einen Punkt. Und ich bin in Führung, ja. Du hast gesagt ja, gell? Aber ich hätte, das hat mich auch tatsächlich nerviert, ich hätte genau das gesagt. Das war wirklich. Okay. Das egal. War ärgerlich. Das war wirklich Kinderverarsche. Ich kenne das Lied. Was denkst du? Ich denke, der Interpret ist ja, nicht das so schwierig. Ist klar. Aber jetzt ist es klar. Aber welcher Song ist es? Ich mag. Luis, du bist schon komplett raus. Das habe ich noch weniger gehört. Okay. Ich habe das auch nicht gehört, aber es lief halt. Man könnte es mal gehört haben. Also kriege ich keine Antwort. Nee, von mir kriegst du keine Antwort. Romina. Ich weiß nur die Band. Gut, dann hören wir mal rein. Es ist Ich will.
Ich glaube, 13 2001. Also wenn das Musik ist, klar. Ja. Was mir in diesem Leben fehlt, bist du. Wie lautet die Antwort? Eure Antwort. Scheiße, ich weiß wieder nur die Interpretation. Ja, die ist nicht. Ja, die hört man auch sehr gut an der Stimme. Kann man die gut erkennen, aber. Okay, ihr braucht wieder Lied? Auch den Song. Den Songtitel. Sing's mal ein bisschen. Ich komme nicht weiter. So. Was ist denn sie? Ich komme nicht bis zum Refrain. Romina hat sich nicht gemeldet. Nein, die hat sich nicht gemeldet. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt das ist, weiß ich schon wieder in den Arsch. Es wäre. Das würde ich gern sehen. Es ist, du hast mein Herz gebrochen. Okay, von Yvonne Kepperfeld. Mein Herz gebrochen, bist du weit, ihr warst. So, Song Nummer 22. Durch, auch wenn du allein bist. Jetzt ja. Bitte deine... Das war schwer, also es wird nicht einfacher. Das hat mich... Das... Keine Ahnung. Okay, weißt du, Romy? Ja. Okay. Er muss wieder runterzählen. Ich habe mich nicht gemeldet. Nein, er muss aber trotzdem runterzählen. Ja, wenn ihr aber beide gleich sagt, ihr habt keine Antwort. Nee, ich habe keine Ahnung. Romina? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß nur die Band. Also, hören wir mal rein. Toten Hosen. Was? Mein Toten Hosen ist so richtig. Wenn du an Bord bist. Ah, guck! Ich wusste nämlich, dass das immer im Dings lief, im Stadion. Nächste Song, Nummer 23. Ja, ich war schneller. Tokio Hotel durch den Monsun jetzt auch 100%. Ja, wir hören nochmal zu Ende. Und? Es ist? Es ist durch den Monsun. 2 Punkte für Romina. Somit steht's 10 zu 9. Nächster Song, aufpassen. Der Tag flieht eilig aus der Stadt. Kennst du auch nicht, gell? Da kannst du direkt laufen lassen, weil... Ja? Ja, keine okay. Ahnung. Es ist... Es ist Eisblumen. Von Subway to Sally. Eisblumen. Sag mir auch, nee, sorry. Nächste, 25. Ich sah die Sonne versinken tief im Westen. Kenn ich nicht so leicht. Kenn ich nicht. Ich bin auch raus. Also bis jetzt kenn ich nicht. Okay, es wäre gewesen... Es ist keine wie du. Von Leid all den. Ja. So, Zwischenstand. Wir haben quasi unseren ersten Part fertig. Ja. Und es steht 9 zu 10. Also es ist heute knapp, sehr, sehr knapp. Das ist heute wirklich. Ich hätte eigentlich immer noch 2 Punkte mehr. Ja, da hast du diesen 2 Punkten immer noch hinterherholst. Nee, das gell? Nervt mich. Ja, aber das Pech. Nervt mich so Pech. Sehr. Pech einfach. Wäre nicht ich, wenn ich nicht noch mehr hätte. Und zwar, wir gehen nochmal in deutsche Songs. Ich mache es euch heute ein bisschen einfach, weil wir ja die genauen Songtitel brauchen. Also denkt dran, ja? Mehr. Genau, ja. Genau. Ich hab das selber, oder? Ich schlafe immer zu lang, kriegst dich hin und fühl mich deshalb beschissen. Das ich erkenne mich nicht, in den Schaufenster scheinen Decken nichts, was mir gefällt. Du hast die Interpretin. Noch eine Antwort? Nee, warte. Meldest du dich schon nicht? Mhm. 5. Das Lied kam schon, was ich glaube ich gerade im Kopf habe. 3, 2, 1. Ich weiß nur die Interpretation. Okay, warte, ist es, mach das Lied gleich so. Das dachte ich auch gerade, aber das kam doch schon, oder? Aber das Lied kam schon. Nee, das Lied kam. Aber wie ist denn der Text dazu? Wovon sollen wir träumen? Von mir. Guck, schon wieder habe ich verkackt. Mann! Aber es wäre auch Frieda Gold. Wie? Frieda Gold. Aber ich hab trotzdem einen Punkt. Nächster Song. Macht euch bereit. Mann! Ja, aber okay. Scheiße.
Wie heißt er? Du hast dich gemeldet. Ja. Aber ist doch egal, sag doch wenigstens den Song. Den Song. Ja, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Adel Tawil. Heißt das jetzt so oder nur so? Ich ging wie ein Ägypter. Oder nur Ägypter. Ich ging wie ein Ägypter. Also ja, Adel Tawil. Ist das deine Antwort? Ist das deine Antwort? Ist das deine Antwort? Falsch. Ist falsch. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Nein! Ja, das... Ich muss es jetzt leider gelten lassen. Ich ging mir ein Ägypter. Nein, das ist falsch. Es ist. Und ich singe diese Lieder. Das ist Lieder. Dumm. Ein Punkt für mich, es steht 10-10. Wenn ich mich nicht täusche. Ich habe das gerade einfach mit diesem ersten Satz in Verbindung gebracht. Das ist legendär. Ich finde das Lied richtig legendär. Auch diese ganzen Namen, die der da nennt. Ja. Ja, weiter geht's. Es geht weiter. Neuer Song. Geht gleich direkt. Wie heißt der? Du hast dich gemeldet. Nein. Ich hab so und dann so. Okay. Ja, deswegen, ihr müsst eigentlich die Änderung. Nein. Ich riskiere es einfach. Und es müsste Musik sein. Okay, sagst du, den Interpret nennst du keinen? Nein, egal. Okay, wir hören rein. Es ist Musik sein von Vincent Weiss. Vincent Weiss. Ja, nur Musik sein. Nur Musik sein. Ja, das ist es manchmal mit diesen Sachen. Die singen mehr, Mann, als wie ja. Titel okay, heißt. Okay. 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 Warte, ja, ich war... Wir wollen da richtig Schnick-Schnack-Schnuck machen, oder was? Nein, ich bin nicht bei dir. Ihr müsst leider Schnick-Schnack-Schnuck. Ey, ja, wirklich. Also, ich müsste den Video-Schiedsrichter beauftragen. Schnick-Schnack-Schnuck. Hey, aber ein bisschen schneller, gell? Okay, so. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Es war... Raus damit jetzt. Ein Hoch auf uns. Falsch. Nee, ein Hoch. Natürlich. Gleich lasse ich nicht mal zwei Antworten gelten. Ne? Ein Hoch auf uns, einfach von Andreas Burani. Okay. Das Lied heißt Auf uns von Andreas Burani. Ist mir doch lieber, sich vorstellen zu lassen. Okay, gut, egal. Jetzt halt noch ein Punkt. So, das heißt wieder ein Punkt für Romina. Romina geht jetzt mit 2 Punkten in Führung. 12-10. Wie viele Lieder haben wir eigentlich noch? Tja. Das sind jetzt nochmal ungefähr 20 Lieder. Ja? Okay, gut. Dann bin ich entspannt. Ich dachte, es wären nur noch 10 oder so, weil sonst. Romina? Chöre von Mark Forster. Verdammt. Ja, rein. Nein! Das ist voll richtig. Ja. Das sind wieder 2 Punkte für uns. Ich bin auf den Refrain gekommen. Also, Luis, ich gebe Das wird schon. Dir einen Tipp. Ja, das wird schon. Ich muss nur 2 Lieder. Okay. Seid ihr bereit? Der nächste Song. Ganz normale 50-Stunden-Woche. Hallen kommen. Erstmal für den Kleinen kommen. Ich komme nicht drauf. Interpret, warte. Boah, dass ihr das immer sagt. Ja. Der Interpret bringt dir keinen Punkt, wenn du den Songtitel nicht weißt. Doch, dann komme ich vielleicht drauf. So, wir erhöhen jetzt den Druck. 5, 4, 3, 2, 1. Ich weiß, dass Max Giesinger ist, aber... Es wäre gewesen... Wenn sie tanzt, genau. Von Max Giesinger. Also, in der Runde... Das höre ich halt auch nicht so oft. Zuhören? Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat. Bist du alles verdreht? Das sind 2, gell? Sind das 2? Darf ich nicht sagen. Ich darf dazu nichts sagen. Mann! Oh, das ist gerade richtig scheiße. Da, wo ich jetzt Punkte machen könnte. Ich hoffe, die singt nicht alleine. 5, 4. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Also, Lea.
1. Lea, aber. Habt ihr eine Antwort? Nein, ja, dann haben wir rein. Lea, Fahrstuhl oder so. Es ist. Immer wenn wir uns sehen von Lea. Nur sie. Ja. Immer im Fahrstuhl, gell? So. Fahrstuhl. Ja, die hat immer wenn wir uns sehen, im Fahrstuhl. Nächster Song, ihr seid soweit. Gut zu hören. Ihr wart wieder gleichzeitig. Nein! Doch, wirklich. Ihr wart wirklich wieder ab beide gleichzeitig. Niemals! Schick auf dem Schlauch. Niemals! Also waren wir gleichzeitig. Ich weiß es, darf ich es bitte sagen? Sag's. Atemlos von Helene Fischer. Okay. Ich bin gerade nicht drauf gekommen. Aber ich wäre noch drauf gekommen. Atemlos von Helene Fischer. Wer weiß, warum er das weiß. Ah, Moment! Es ist falsch. Was Lied, hat er gesagt? Atemlos von Helene Fischer. Ja. Das Lied heißt Atemlos durch die Nacht. Wirklich von jetzt? Helene Fischer. Das ist ein Punkt für Romina. Ich hätte aber jetzt auch nur Atemlos gesagt. Ja, das Lied heißt Atemlos durch die Nacht. So steht es. Aber durch die Nacht in Klammern. Nie. Warte. Ich zeig's euch nochmal. Ja. Ja, das ist halt der Nachteil davon. Egal, aber wir glauben es dir. Okay. Hallo, ich melde dich schon die ganze Zeit. Gut, jetzt. Bye, bye. Ja. Bye, bye. Nur bye. Bye, bye. Bye, bye. Sag's bye, bye. Auch kein Interpret? Nein, das, weil das, sonst mach ich mir das wieder kaputt. Hä? Was ist Interpret? Der Interpret will er. Nein, darum geht's nicht. Wenn ich jetzt aus Versehen den falschen Interpret sage, dann krieg ich gar keinen Punkt. Gell? Doch, du kriegst einen Punkt. Der Punkt. Der Interpret ist ein Bonuspunkt. Ja. So, aber warte, jetzt komme ich eh gerade. Das ist ja nicht Mark Forster, das ist. Nein. Ja, das ist gut, der andere. Egal, also bye bye, sagst du. Ja. Das. Ja, stimmt. Ja. Bye bye von Pro Rescue. Ich hätte dir einen Tipp geben können, aber nee. 11 zu 15 für Romina. Ja, ja, ich hole das. Nächster Song kommt. Du siehst so traurig aus. Komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war wo du bist. Du meinst dich? Ja, wie du bist von Sarah Connor. So wie du bist, wie du bist. Es bleibt bei wie du bist. Wie du bist von Sarah Connor, sagst du? Es ist. Wie schön du bist. Oh, wie schön du bist. Was habe ich gesagt? Wie du bist. Ja, ich habe das schon. Hier werden Punkte verschenkt. Aber es war fast richtig. Somit wird es wieder ein bisschen enger mit 12 zu 15. Für Romina. Romina meldet sich, einfach zu Ende. Du sagst, es ist? Scheiße. Boah, eigentlich hast du jetzt genug Zeit gehabt, zu überlegen. Ich hab den ja, vor allem das Ding ist, die reserviert sich das dann so. Ja, ich dachte, ich so habe den Titel schon im Kopf. Ja, aber du haust jedes Mal die Hand direkt hoch, dann denke ich mir so, ja gut. Romina, ich brauche eine Antwort. Also du hast wirklich lang genug gehabt. Zum Nachdenken. 3, 2, 1. Ja, es ist Crow. Eins. Wie heißt der Song jetzt? Ja, ich muss dir leider den Punkt leider nicht, also kann ich dir leider nicht geben, den Punkt. Es ist Crow mit Traum. Okay, jetzt ist wahrscheinlich kein Punkt mehr. 13-15. Ja. Es steht 13-15, du jetzt hast Komm mal wieder. Ja. Denk dran, dass du jetzt die Chance hättest. Ist gut, steht. So, nächster Song. Jetzt kommt's drauf an. Psst. Brenn mein Studio, schnipp für die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Gold für Schmerz. Wir haben zu Ende, Luis hat sich gemeldet. Ja. Alles neu? Mhm. Und? Müsst du so, jetzt warte, ist es jetzt von ihm alleine oder von. Das musst du wissen. Ist ja egal, du hast ja gesagt, dass. Das zieht mir keinen Punkt ab. Einen Bonuspunkt. Genau, dann ist es Peter Fox mit Alles neu. Es ist. Und nicht Alles glänzt, sondern Alles neu. Alles neu von Peter Fox. Gut. Ups. Das wird immer unentschieden. Ich hoffe, den Titel glaube ich nicht bekommen. Ah, doch. 15-15. So spät. Somit steht es jetzt 15-15, weil Luis auch den Interpreten mal richtig erraten hat. Das hätte jetzt auch und seine Band sein können, deswegen. Ja. Nee, das ist Peter Fox. Ja.
Manchmal fühle ich mich hier ja. Wie ein das war wirklich zeitgleich. Ihr müsst schnick, schnack, schnuck machen. Ihr habt beide synchron den Arm gehoben. Ja, dann komm. Warte. Aber wir hören das gerade mal noch zu Ende. Warte mal kurz. So, jetzt schnick, schnack, schnuck. Und ich brauche gleich. Ist das andere? Schnick, schnack, schnuck, bitte. Ihr müsst schnick, schnack, schnuck machen. Oh nein! Und eine Antwort. Hause ja, raus, das ist ja das Problem jetzt. Jetzt raus, ja, raus. Meldet euch. Ihr müsst lernen, euch zu melden, wenn ihr es wisst. 3, 2, 1, 0. Wer ist es? Was ist es für ein Song? Es ist. Oh, ich komme nicht auf das französische Wort. Okay, gerade. Leider. Es das ist. Ich sagen. Ja, du kriegst jetzt sowieso den Punkt, Rumi. Je ne parle pas français von Naïma. Wie bitte? Je ne parle pas français. Ah, je ne parle pas français von Naïma. Gut. Das kann man gelten. Je ne parle pas français müsste richtig sein, aber es wäre Naïma. Oder ist es das andere? Ja, warte. Aber. Aber wenn das nicht. Heißt, aber wenn das aber jetzt heißt, je parle pas français, ohne das Ne. Aber ich kann es ja nicht aussprechen, richtig. Weil du dich gemeldet hast und ja, keine Antwort gegeben. Ja, okay. Falsch. Okay. Aber ich jetzt 15-16. Guck, das ist das andere Lied, deswegen. Okay. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es das ist oder das andere. Deswegen. Ihr seid bereit? Ja. Gut zu hören. Das wird, glaube ich, eng. Ja. Ja, bitte. Au revoir. Ja. Von Mark Forster. Mark Forster, bitte. Okay, au revoir von Mark Forster. Du hast den Titel. Au revoir. Okay. Vergiss, wer ich war. Wir schauen jetzt. Aber ich komme sowieso nicht auf seinen Namen. Ich komme gerade sowieso nicht auf seinen Namen. Ja? Ich wollte dir nur sagen. Das ist doch nicht Max Giesinger, oder? Nein. Ist Max, du wirst denken. Jetzt, ich weiß, der macht Sido noch mit. Aber gut. Sido und? Es ist aber, hier steht nur Mark Forster tatsächlich. Ja. Also wäre es doch mein Punkt. Ja. Es ist dein Punkt. Du kriegst beide dann. Zwei Punkte, ja. Weil er jetzt hier nur der Mark. Ach, deswegen ist weil noch Sido dabei ist. Und ich dachte, ich wäre mit Mark Forster so, komplett. Nein, du warst schon richtig. Also. Wir gehen in den nächsten Song. Und meldet euch nur, wenn ihr es wirklich wisst. Ich hab dich schon live gesehen. Hä? Nee, ich hab's gleich. Luis? Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Also, Wodka und Champagner. Fehlen. Gut, ich brauche ein geiles Antwort. Leben. Geiles Leben. Ja, okay. Geiles Leben. Das wäre ich. Geiles Leben. Ja? Und das wäre ein Glasperlenspiel gewesen. Luis, ja, kommt mit einem Punkt. Es steht. Bin ich auf dem Titel, auf der das vorher bis zum Refrain gekommen. Ich habe auch länger gebraucht, aber dann kam ich drauf. So, jetzt, bitte ab jetzt meldet euch nur, wenn ihr auf die Antwort tatsächlich. Sicher, wenn man sich sicher ist. Weil sonst gibt es hier durcheinander. Ja. Dann gibt es Unstimmigkeiten. Ja, und wieder meldet sich. Sarah Connor. Ja. Vincent. Nein! Darf ich nochmal verbessern? Nee. Dann musst du jetzt direkt. Mama, mit. Vincent. Okay, ich könnte jetzt nochmal eine Chance. Eine Chance. Sarah Connor mit Mama. Sarah Connor mit Mama. Oh nee, das ist Vincent. Das war aber richtig. Das war jetzt dein endgültiger Name. Das wäre das Vincent gewesen. Du hast aber jetzt ein endgültiger. Es hat dich auch keiner, es hat dich auch gerade keiner verwirrt. Ja. Du hast selber die. Der guckt aber manchmal verwirrt. So, ja, weißt du, und irritiert. Egal. Nein, ist egal. Aber ich hab's eigentlich richtig gesagt. Ja, aber du hast du hast dich selber verbessert. So. Nein, also da muss ich. Aber eigentlich erste Antwort zählt. Ja, aber du hast egal, selber. Mach weiter. Also, deswegen sage ich es euch. Meldet euch. Ja, ich war mir ja sicher. Das ist es ja. Nee, du warst dir leider nicht sicher, weil du hast deine Antwort. Ja, aber eigentlich habe ich es richtig gesagt. Ja, eigentlich. Ja. Verdammt. So, jetzt Konzentration.
5. Ich bin mir zu 4, unsicher bei dem Dings, bei dem 3, Songtitel, deswegen sage ich nichts. 2, 1, ich löse auf, es wäre gewesen. Wieder weg oder so, wie heißt das? Nee. Einmal um die Welt. Ja, genau. Ja, ich war mir aber nicht sicher. Einmal um die Welt. Komm. Siehst mich an, ich seh dich an. Du bist perfekt wie ein Diamant. Ja, Mann. Boah, das ist... Bring mich auf die Welt. Ja, ich glaube, es ist, der Titel ist schwierig. So, 5. Wir müssen das nächste 4, Mal spielen, wenn mein Kopf nicht so müde 3, ist. 2, 1, ich löse auf. Ja. Bist du real? Von Casey Rebel. Ja. Das Lied ging so lange. Ja, das ging viral. Richtig. Ich könnte auch. Ich riskiere es. Okay. Ich will nur, dass du weißt. Ich bin gerade, habe ich es im Kopf gehabt, weißt du? Du sagst, ich riskiere. Ich will nur, dass du weißt. Es ist zwar lang, aber egal. Wie heißt? Wer ist denn der Interpret? Dass du weißt. Ich will nur, dass du weißt. Okay, Adel Tawil. Genau, Adel Tawil mit SDP wär's gewesen. Mach die 15 voll! Es ist tatsächlich schon 20. Jetzt? 20 zu 16, Romina. Verdammt! Dann sind wir auch eigentlich schon zum Ende gekommen hier. Das waren eigentlich schon all unsere Songs und ich habe wieder die Ehre, jemanden als Sieger zu küren. Ja, Leute, dreimal so verraten, wer wieder gewonnen hat. Das war Glück. Mit dem Endstand von 20 zu 16 für Luis geht die Challenge wieder an den Luis. Und er darf sich mal wieder was aussuchen. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Weiß auch schon, was wir machen. Okay, wir bleiben gespannt. Jetzt gleich kommt noch deine Bestrafung. Mhm. Und ich bin sehr motiviert. Nein, aber eins vorweg, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne schon mal ein Like da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos mehr uns zu verpassen. Und nächstes Mal gewinne ich. Falls ihr noch mehr so leere Versprechen von Romina hören wollt, dann auf jeden Fall noch mal einschalten. Nein, Quatsch. So, ihr Lieben, kommen wir dann zur Bestrafung. Und zwar habe ich mir gedacht, du hast ja jetzt schon etwas getrunken, du hast schon etwas gegessen. Und da dachte ich mir, jetzt so ein bisschen Schmerz an der Reihe. Okay. Und zwar darfst du dir jeweils links und rechts am Arm, weil an den Beinen hast du nichts. Ich hab da kaum Haare, aber wirklich, aber wo? Du hast ja am ganzen Körper keine Haare. So, an den Beinen sowieso nicht. So, deswegen hast du hier weiter oben? Nee. Auch nicht. Ich weiß nicht, die Frau hat einfach gar keine Haare, habe ich das Gefühl. Hast du da wirklich keine Haare? Doch, du hast da Haare. Du hast da Haare, du hast da Haare. Du hast da Haare. So. Links und rechts an den Armen. Boah, bei mir wird das so reinschallen an meinen Beinen, ja? Was? Ich mach dir das. Ach so. Ja, klar. Ich mach dir das. Ja, natürlich. Also ich hab das früher immer gemacht. Ne? An den Armen? Nee, natürlich nicht an den Armen. Das sind doch zwei. Schön warm machen, ne? Ich muss ganz kurz den, ja, der Hersteller ist jetzt egal. Gut, das reicht. Nee, das muss richtig flüssig werden, dass das auch was bringt. Gut. Welche Seite benutzt man da? Das siehst du.
Ja, sehe ich echt gut, gell? Das glaube ich egal. Ich glaube, du kannst beides benutzen. Dann machen wir beides auf einem Arm und beides auf dem anderen Arm. Nee, du hast gesagt einer. Ja, aber das ist eine und eine. Ich habe gesagt, jeweils an einem Arm. Nein, 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 ich hätte gerne hier das. Ja. Lass mich gucken. Da. Das ist eine gute Stelle. Einmal. Gut, kannst du jetzt drauflassen bis zur anderen Seite. Ja, natürlich. Ich glaube, hier habe ich noch weniger Haare als auf dem rechten Arm. Komm her. Werden nicht mehr, gell? Ist egal. Ich muss echt so gucken, gell, wo sie Haare hat. Da ist auch eine schöne Stelle. Ja? Da. Mhm. So, bist du bereit, ja? Ja. Jetzt will die ganz stärker machen, gell? Mach. Das sind tatsächlich deine wenigen. Das sind Haare, ja, komm, nächstes. Zeig mal. Ah, ja, man sieht es richtig. Das ist eher mehr ein Abdruck, wie das Haare weggegangen sind. Doch, da sind Haare weg. Guck mal, wie schön glatt das ist. Verdammt, ich hätte es bei ihr hier vorne machen sollen. Schön an der. Nee, da habe ich erst weggemacht. Deswegen hatte mein Rasierer so viele Haare. Nee, ich benutze meine eigenen. Gut. Bist du bereit? Mach einfach. Ich zähle bis drei, ja? Ja. Eins, zwei, Check. Zweieinhalb, drei. Das tut dir gar nicht weh, gell? Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast gar keine Schmerzen. Okay, ich tut's hier weh. Oh, die hat's gar nicht geklebt. Wir müssen es wieder drauf machen. Nein, das geht nicht. Gar nicht geklebt. Es klebt ja gar nicht. Deine Haare sind einfach noch da. Da waren halt kaum Haare an der Stelle. Nein, die gucken doch hier hoch. Ja, zwei, drei Haare sind da. So, bist du bereit? Die Seite war viel besser. Ja, ich habe da auch weniger Haare als auf der Seite. Hast du wenigstens wehgetan? Nö. Wirklich? Ich muss das jetzt. Also es tat weh, aber es tat jetzt nicht so weh, dass ich Schmerzen habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.